4,5 Wochen vor der Parlamentswahl in Italien sorgt Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes sagte der 81-Jährige am Mittwoch erneut einen wichtigen Fernsehauftritt ab. Es täte ihm leid, seine Konkurrenten zu enttäuschen, teilte Berlusconi später per Telefon mit, aber es gehe ihm gut. Er habe in der vergangenen Woche unter Stress gestanden. Wann er wieder öffentlich auftreten will, ließ seine Partei offen. Berlusconis Mitte-Rechts-Block dürfte laut Umfragen bei den Wahlen stärkste Kraft werden. Berlusconi selbst darf nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zwar bis 2019 kein politisches Amt bekleiden, aber er wird wohl die Strippen ziehen, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Denn die absolute Mehrheit wird seine Allianz wohl nicht erringen.